menschlich. Ganz bekannt der Jägerabschied oder Mondnacht mit der wundervollen Passage. Meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Der tief religiöse Dichter Josef von Eichendorff war auch den christlichen Festen eng verbunden. Sein Gedicht Weihnachten gibt davon ein Beispiel. Wenn man es in der Weihnachtszeit liest, kann man ein wenig von der Stimmung nachvollziehen, die der Dichter vor 200 Jahren empfunden hat. Gerade an Weihnachten sollten die Menschen bewusst innehalten und aufeinander zugehen. Weihnachten. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderschön beglückt. Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld. Heeres Glänzen, heiliges Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch, die Kreise schwingen, aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen, o du gnadenreiche Zeit.